Ja, viele Stimmen zum Spiel vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Wenn man das mal zusammenfasst, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, eher pessimistisch, dass man sich auf ein Erdölembargo jetzt in Brüssel heute oder morgen einigt. Viktor Orban, der Ministerpräsident von Ungarn, gibt sich weiter destruktiv und auch kampfeslustig. Er bleibt bei seinem Veto. Michel, der EU-Ratspräsident, zeigt sich optimistisch. Und Olaf Scholz sagte in einem Tagesthemen-Interview, da erreicht uns auch gerade eben eine Eilmeldung, das Erdölembargo muss unbedingt kommen. Jetzt frage ich Michael Kronz in Brüssel, wie ist denn das alles einzuordnen? Helfen Sie uns mal ein bisschen, was kommt denn da jetzt raus morgen Abend? Das ist ja eine gemeine Frage, wie soll ich das genau wissen? Aber tatsächlich glaube ich, dass das Ölembargo kommt, aber eben mit Ausnahmen. Wir haben ja von dem Bundeskanzler eben auch gehört, man müsse also ein bisschen auf die Belange der einzelnen Länder Rücksicht nehmen. Das war eigentlich schon in seinem letzten oder vorletzten Satz der Hinweis darauf, dass man Rücksicht nehmen wird auf Ungarn. Es wird so aussehen, das kann man im Augenblick schon einschätzen, dass Ungarn da eine Sonderrolle spielt. Ungarn allein ist übrigens gar nicht alleine abhängig von Öl und der Öllieferung aus Russland, sondern das ist die Slowakei auch und Tschechien auch. Das heißt, Ungarn will da eine Sonderrolle spielen und da steht eine ganz klare Strategie dahinter. Man möchte mit der EU darüber verhandeln, ob man zu dieser Embargo-Lösung, das heißt nämlich zu einem späteren Abbruch der Öllieferungen, auch noch besondere finanzielle Zuwendungen bekommen kann. Und das ist eine alte Zockerei, die Viktor Orban bei jedem zweiten EU-Gipfel mindestens versucht. Er versucht immer, besondere Vorteile für Ungarn herauszuschinden. Wie weit kann er da gehen? Weil eigentlich sieht es ja so aus, als sei Ungarn komplett isoliert. Ungarn ist isoliert. Es ist vor allen Dingen deswegen jetzt isoliert, weil wir ja von der EU-Seite starken Druck zumindest hatten auf Polen und Ungarn wegen der Rechtsstaatlichkeit in beiden Ländern. Die Zahlungen an beide Länder sind zunächst ausgesetzt worden. Nun hat Polen eingelenkt und sagt, ja, wir ändern jetzt die Rechtsstaatlichkeitskritik insofern, als wir eine Form bei der Justiz schaffen, die der EU entgegenkommt. Das tut Ungarn nicht. Und tatsächlich ist Ungarn jetzt auch in der Rechtsstaatlichkeitsdiskussion, die ja mit den finanziellen mit den Finanzen zusammenhängt, isoliert. Das wird Viktor Orban wenig ausmachen. Dafür erkennt man ihn in den letzten Jahren. Das findet er sogar besonders interessant. Ob er das durchhalten kann, ist eine andere Frage. Denn die Ungeduld mit Ungarn insgesamt hat beträchtlich zugenommen. Nun ist es ja alles ein bisschen schade, dass alles überschattet wird von dieser Diskussion über das Erdölembargo. Was sind denn noch für andere Themen da geplant? Es war ja eigentlich die Rede, man wollte sich mal über eine neue EU-Verteidigungspolitik austauschen. Man wollte eine gemeinsame Beschaffungspolitik gegenüber Militärausrüstungsfirmen versuchen, auf den Weg zu bekommen. Wird das überhaupt noch was oder bleibt das erstmal alles auf Eis? Naja, auf Eis würde ich nicht sagen, aber natürlich muss man erst einmal die Problematik mit dem Ölembargo lösen. Es gibt eine ganze Reihe von Themen, die da noch auf der Agenda stehen. Es geht ja auch zum Beispiel um die Frage, wie kann man den Ländern helfen, die besonders viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Da ist auch die Europäische Investitionsbank im Spiel. Es geht auch darum, wie wird ein Wiederaufbau in der Ukraine finanziert. Da will man so eine Plattform schaffen, eine Plattform, bei der die Ukrainer beteiligt sind, die Investitionsbank und die EU und dann überlegen wird, wie kann man mit Finanzspritzen diesen Wiederaufbau möglich machen. Also da gibt es schon eine ganze Reihe von Themen, aber tatsächlich ist das Ölembargo ganz im Mittelpunkt und umso ärgerlicher ist diese Reaktion Ungarns einzuschätzen, denn Themen und Probleme, die gelöst werden müssten, die hat man wirklich genug. Robert Habeck, der Umwelt-, der Klimaschutzminister, und hat gesagt, er wäre ein bisschen erstaunt darüber und auch enttäuscht, dass die Einigkeit innerhalb der EU jetzt anfängt zu bröseln. Ist das ja etwas, das, darauf hat ja auch Wladimir Putin möglicherweise gesetzt, dass man nach einer gewissen Zeit Sanktionspakete nicht mehr auf den Weg bekommt gemeinsam, dass Entscheidungen nicht mehr einstimmig sind?
Können Sie das bestätigen? Ist es das, was man auch in Brüssel bespricht, dass jetzt diese Einigkeit, die man ja nach der beginnenden Invasion im Februar hatte, dass die anfängt tatsächlich so ein bisschen zu zerfasern? Ich glaube das nicht. Die EU-Länder sind sich ganz eindeutig im Klaren darüber, dass diese Solidarität unter den Ländern in der EU garantiert werden muss, dass man zusammenhalten muss. Denn Sie haben es gesagt, Putin ist sehr daran interessiert, die Solidarität in Frage zu stellen, die Länder auseinanderzutreiben. Und da sieht man auch am Beispiel von Ungarn, dass er das im Zweifelsfall so ein bisschen auch bewirken kann. Aber ich glaube, es ist jedem hier klar, und das ist heute auch noch mal mehrfach gesagt worden, dass es innerhalb der EU keine Abweichung sonst gibt. Man weiß ganz genau, dass die Solidarität existieren muss. Und ich glaube, Habeck hat sich da eher darauf bezogen, dass diese Ölembargo-Frage im Mittelpunkt steht, die, wie gesagt, ärgerlich ist, weil man genug andere Probleme zu lösen hat. Und er hat ja zudem auch sich sehr stark über die Diskussion innerhalb der Bundesregierung geäußert, die er auch für sehr problematisch hält, etwa im Zusammenhang mit den Waffen oder auch den schweren Waffen, die geliefert werden sollen. Also er betrachtet das natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der innerdeutschen Politik. Michael Kronz, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Sie werden den Gipfel weiter beobachten und für Phoenix aus Brüssel heute und morgen ausführlich berichten. Ganz herzlichen Dank.